Autobahnmeisterei Hagen. Morgen, mein Name ist Meffert. Ich bin gerade an einem Unfall vorbeigekommen. Scheint Verletzte gegeben zu haben. Wo sind Sie denn genau? Sauerlandlinie in Richtung Dortmund. Das muss kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd sein. Sauerlandlinie Richtung Dortmund, kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd. Geht klar. Polizei und Jonas, das machen Sie doch. Wir gehen mal zur Unfallstelle, ein Kollege und ich. Wenn was ist, melde ich mich wieder. Ja, ist in Ordnung. Hallo, ist hier jemand? Hallo, können Sie mich hören? Was ist denn passiert? Er lag da drin, splitternackt. Der rechte Arm ist ganz kaputt, hängt bloß noch dran. Ist er bei Bewusstsein? So halb, glaube ich. Vier Mann waren in dem Auto, hat er mir gesagt. Ja, ich habe einen ins Auto rumgehen sehen. Ich auch, deswegen habe ich auch gerufen. Frag mal, was er noch weiß. Hey, Kumpel, wo sind denn die anderen? Waren das Freunde von dir? Keine Freunde. Nicht meine Freunde. Die sind abgehauen. Nur ruhig. Weg. Nur ruhig, ganz ruhig. Der Arzt kommt gleich. Bleib schön liegen. Ich will weg hier. Ich will auch weg. Mensch, hoffentlich kommt der Krankenwagen bald. Die Ärzte konnten Günter Stoll nicht mehr helfen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die weiteren Untersuchungen ergaben in dem ohnehin rätselhaften Fall weitere Ungereimtheiten, mit denen sich Oberkommissar Leppler von der Kripo Hagen heute herumzuschlagen hat. Ja, das ist leider richtig. Die Verletzungen, an denen Günter Stoll gestorben ist, besagen nämlich eindeutig, dass er von einem fremden Auto überfahren worden ist. Und zwar, und das gibt der Sache noch eine mysteriöse Note, in völlig unbekleidetem Zustand. Erst danach ist der schwer verletzte Mann in seinen eigenen Wagen geladen und, wie wissen wir nicht, zum späteren Fundort gebracht worden. Die Beschädigungen an seinem blauen Golf stammen vom Aufprall neben der Autobahn. Vielleicht gibt es für diese Vorgänge in der Nacht vom 26. Oktober 1984 Zeugen. Gefunden wurde der Wagen, wie gesagt, neben der A45 kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd. Wie bekannt haben die beiden Fernfahrer an der vermeintlichen Unfallstelle im Vorbeifahren eine Person in heller Kleidung gesehen, die vermutlich am rechten Oberarm verschmutzt oder verletzt war. An der Einfahrt Hagen Süd, aber in entgegengesetzter Richtung, also Richtung Frankfurt, wurde von anderen Autofahrern etwa um diese Zeit ein Anhalter gesehen. Auch ihn möchten wir bitten, sich bei uns zu melden, denn er könnte uns vielleicht weiterhelfen. Der eigentliche Tatort, nämlich die Stelle, an der der unbekleidete Günter Stoll von einem Wagen überrollt wurde, ist bis heute nicht bekannt. Vielleicht gibt es auch für diesen Vorgang irgendwelche Zeugen, die das Ganze für einen Unfall hielten, bei dem sie scheinbar nicht mehr gebraucht wurden und weitergefahren sind. Diese Beobachtungen könnten nach Lage der Dinge irgendwo zwischen Dillenburg und Hagen gemacht worden sein. Günter Stoll trug an diesem Abend eine graue Wildlederjacke und eine dunkelgraue Korthose und benutzte seinen blauen VW Golf mit Siegener Kennzeichen. Gegen 23 Uhr hat er seine Wohnung in Anshausen verlassen. Kurz darauf war er in Wilmsdorf in der Gaststätte Papillon, die er aber bald wieder verließ. Gegen 1 Uhr tauchte er in seinem Heimatort Haigerseelbach bei der alten Dame auf. Etwa 2 Stunden später wurde er dann 100 Kilometer weiter nördlich bei Hagen gefunden. Uns interessiert vor allem, wo er bzw. sein blauer Golf nach dem Besuch in Papillon noch gewesen ist oder gesehen worden ist. Die Antworten auf 2 weitere Fragen könnten der Polizei vielleicht auch noch weiterhelfen. Erstens, was es mit der mysteriösen Buchstabenkombination YJGTZE auf sich hat, die Günter Stoll zu Hause auf einem Zettel notiert hat. Und zweitens, ob der Ermordete eventuell in den Niederlanden Kontakte zur Rauschgiftszene unterhalten hat, die ihm vielleicht zum Verhängnis geworden sind. Er war nämlich 1984 mehrfach in Holland in Urlaub und hat dort, wie wir festgestellt haben, Leute kennengelernt, die auf diesem Gebiet eine gewisse Vergangenheit haben. Für Hinweise, die zur Klärung dieses Verbrechens führen, ist eine Belohnung von 3.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo in Hagen. Vielen Dank, Herr Leppler.